Recht herzlich willkommen zur 209. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal sind wir auf dem Weg zu Busfried, der am Minmus sitzt, glaube ich. War das Minmus oder war es Muni? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und wir hatten ja noch unsere Geschichte. Die sind auf dem Rückweg, oder? Ne, das ist Minmus V6. Busfrieds Wrack ist da. Genau. Und wir haben das, glaube ich, genommen, um dahin zu kommen. Und dann haben wir noch... wo ist denn das jetzt? Hier, ne, oder? Duna ohne Wiederkehr. Müssen wir irgendwann auch noch den Zeitpunkt haben. 5 Stunden und 2 Minuten ist es jetzt noch. Dass wir die losschicken. Wir müssen also aufpassen, wenn wir vorspulen, dass wir diese Zeit nicht verpassen. Und dann haben wir noch die Kollegen von... waren die das? Ja, die sind auf dem Rückweg. Na, die haben wir eingesammelt schon. Und die sind auf dem Rückweg. Aber wir sind jetzt auf dem Hinweg, um Busfried zu klären, sozusagen. Ne? Wir wollen da ein. War das so? Oder war das nicht so? Ach so, ich dachte schon, das wäre jetzt hier, aber das ist es gar nicht. Sondern das ist es hier. So, da müssen wir jetzt gucken, dass wir ein Manöver dann zum Minmus kriegen, um da Dingens, sag schon, den Busfried abzuholen, ne? So, da sollten 2 ja drin sein, ist auch so. Wir gehen in die Map rein. Und so ein bisschen rein und gucken mal zu, dass wir hier irgendwo Manöver hinzufügen. Dann scrollen wir mal gerade ein bisschen raus, um zu gucken, wo Minmus ist. Minmus ist da. Wir machen mal größer. Das war zu viel. So. Kommt fast hin, ne? Ups, das war zu schnell. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich dieses Manöver jetzt anpacken kann. Und schauen, wann es passt. Dass wir Minmus da treffen, ne? Ah, da haben wir was. Gut. Da haben wir was. Wir fliegen an ihm vorbei, oder? Da ist Minmus. Dann stopp, das ist dann nix. Nee, das war jetzt falsch. Da ist er, wenn. Jetzt ist die Frage, wie muss ich es drehen, damit das klappt, was ich vorhabe. Das Manöver nochmal öffnen. So, da haben wir was. Auch noch ganz nett, ne? Ist aber auch wieder außen vor. Habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden? Würden wir da landen? Nein, ne? Nee. Ich hätte hier eine geringfügige Abweichung, glaube ich, ne? Nee. Da verlasse ich die ganze Geschichte hier. Also das war es jetzt auch nicht. So, jetzt nochmal anpacken. Ich mach's mal so.
Wir holen das wieder rein, aber dann kommen wir da nicht vorbei, oder? Nochmal. Ich habe ihn gerade noch mal gesehen, da. Und dann fliegen wir wo lang? Gute Frage, ne? Ich das jetzt so mache, ne? Ne, das bringt mich ja nicht weiter. Wenn ich jetzt das Manöver mal packen könnte, ohne dass ich irgendwas anderes da anpacke, ne? Ja, das gestaltet sich gerade etwas schwierig, glaube ich. Wir machen das mal so, dass wir eine Runde später das Ganze anpacken. Und nochmal gucken, wann es dann ist. Größer werden hier. Okay, das war jetzt verkehrt. Nochmal das Ganze ein bisschen größer. Das ist ja eine Runde später das Ganze. Ja, größer ziehen, da ist er. Da ist er. Wenn ich jetzt hier den Punkt nochmal nehme und das Ganze verspreche. Okay, irgendwo war ich dann gerade abgelenkt. Und was habe ich denn jetzt hier für ein Zeug? Ach so, ich bin gar nicht auf der Ebene, ne? Das ist das Problem. Ich müsste vielleicht erstmal ausrichten das Ganze, ne? Deswegen werde ich auch nicht abgelenkt. Also. Nee, das ist das Falsche. Das. Muss man erst so haben, ne? Und dann mal gucken. So geht gar nichts. Dann muss ich den da mal anpacken. Der bringt mich auch nicht weiter. Ja, das bedeutet, wir können mit diesem Ziel hier, mit dem Teil gar nichts machen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir mit Minmus auf eine Ebene kommen. Das ist unser erstes Ziel. Da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht, ne? Manöver hinzufügen ist richtig. Und dann Fokus auf Minmus als Ziel setzen. So, da sind wir schon mal weiter. Jetzt haben wir so viel rumgedamelt für nix und wieder nix, ne? Wo haben wir denn hier was? Ach so, da ist es. Hier sehen wir das ja, ne? Da zum Beispiel. 4 Grad außer Reihe.
Ich möchte das Manöver haben, so. Und dann möchte ich das haben und möchte das ändern. Das ist falsch rum. 3,7, 3,4, 3,5, 3,6. Das ist hier. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das ändern. Bis es irgendwo besser wird. Okay. Hier bei 1,9 sind wir schon ziemlich gut. Und dann ist es so falsch rum. Dann ist es so richtig rum. Und da haben wir 0,1. Kriegen wir auch 0,0 hin. Nee. 0,2. War da vorne. Da ist auch 0,2. Das bedeutet, hier irgendwo ist 0,1. Da ist 0,2. Ah, guck mal, da war 0,0. Na, komm mal ruhig jetzt hier. So, damals. Gut, das bedeutet, wir können da das machen. Zum nächsten Manöver vorspulen können wir machen. Dann müssen wir gerade schauen, dass wir ausrichten. Andere Richtung natürlich. So. Irgendwo da. So passt es, oder? 50 Sekunden, aber ich glaube, es ist auch ziemlich egal, wenn wir das starten. Wir müssen nur einmal schauen, dass wir das machen. Äh, 160. Brennen wir das gerade runter. Und kriegen wir schon hin, ne? 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, reicht. So. Jetzt können wir dieses Manöver löschen. Oder? Und wir haben noch 0,3 da drin. Ist das jetzt hier? Ah, schade, dann war es noch nicht so richtig, ne? Ne, bringt mich gerade nicht weiter, oder? Ich dachte, wenn ich weiter brenne, wird es besser, aber dem ist wohl nicht so, ne? Manöver hinzufügen. Da ist schon 1. Da ist 0,3. Das ist doof, das Manöver dahin zu machen. Okay. Dein ist 0,0. Müssen wir da nochmal korrigieren. Ja, dann gehen wir da mal rüber. Auf den blauen. Da müssen wir aber ganz kurz noch brennen. Dass es dann passt, ne? So, das haben wir. Und wo ist das Manöver?
vorspulen bis zum nächsten Manöver, ne? Wir müssen die Zeit beobachten. Hatten wir von gesprochen, ne? So, ist aber erstmal gerade gut. Und mach den auch nochmal gerade an. Schubzeit sind gerade mal 2 Sekunden. Das bedeutet, machen wir gerade schneller. Ich mach's auf langsam, ne? Ich kann Vollgas geben, aber. Zap. Jetzt soll's reichen. Weg. So, jetzt haben wir das. So wie es aussieht, sind wir jetzt mit dem auf einer Ebene. Und dann können wir das richtig anlegen, ne? Okay, jetzt müssen wir mal gerade einmal ins Zentrum. Da schauen wir Ortungsstation. Wie wir die Zeit gerade verplempert haben, weil wir haben wieder mal vorgespult. Und ich will hoffen, 4 Stunden, 15 Minuten, Donau und Wiederkehr. Haben wir da also noch Zeit? Passt noch, ne? Das waren jetzt nicht so solche großen Zeiten. Gut, dann haben wir das auch soweit erst geschafft. Das bedeutet, nächster Schritt wird der sein, dass wir dann halt den Minmus dann einfangen und ja, da rauszoomen bringt uns nicht weiter, ne? Wir müssen hier mal rauszoomen und schauen zu, dass wir das dann da hinkriegen, ne? Ist das Minmus? Ja, das ist Minmus. Das heißt, neuen Dingen setzen, hier neues Manöver setzen und das mal rausschießen und oh, da ist es schon wieder ausgegangen. Und dann gucken, wo wir da Minmus finden, ne? Okay, irgendwas ist hier. Zielposition bei kleinster Entfernung. Na, das klappt ja wieder gut hier, ne? Stopp, da ist er. Und schon sieht es gar nicht mal so übel aus, oder? Da müssen wir jetzt dann noch genauer daran arbeiten, ne? Das klappt nicht. Ups, das war zu viel. Köppen Apoapsis ist das. An sich zentrieren. Ja, und da muss man mal hier gucken, wo man da vorbeikommt, ne? So war das. Genau. Und dann müssen wir gucken, Basfried ist der hier. Basfried hat jetzt leider eine bisschen andere Umgebung hier, aber das ist ja auch kein Ding. Das würde jetzt bedeuten, wir fliegen hier vorbei. Warum kriegt ein Basfried? Basfried fliegt so rum, ne? Das bedeutet, wir sind dort schlecht unterwegs. Das würde bedeuten, wir müssen. Oh. Minimal vorbei. Ja, und dann da einschwenken, ne? So sieht's aus. Ideal wäre jetzt noch ein bisschen runterzukommen mit der ganzen Geschichte. Das funktioniert da aber gerade nicht.
Das sieht doch ganz gut aus. Ah, das geht's nicht näher. Da geht's ein bisschen besser. Kommen wir aber auch nicht näher ran. Das bedeutet, hier muss noch was passieren, aber... Ja, das ist jetzt gerade kaputt gegangen, das Manöver. Okay, nichtsdestotrotz, wir machen das in der nächsten Folge. Wie man gerade sieht, hat es jetzt nicht so geklappt. Und jetzt wüsste ich gerne noch die Taste, die mir das langsamer macht. Okay, lassen wir es so stehen, wie es jetzt gerade ist. Ist gar nicht mal so schlecht. Und nächstes Mal müssen wir daran arbeiten, dass wir hier dann so ein bisschen das vielleicht noch annähern. Und ja, dann würde ich sagen, macht mal ein Abo, falls ihr es noch nicht habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.